Hi Freunde, zu einem kleinen Player-Review. Und zwar möchte ich hierbei gar keine Spielszenen irgendwie zeigen, sondern wir gucken uns einfach die Showdown-Karten an. Denn es sind zwei richtig gute Karten. Akanji, Innenverteidiger und meiner Meinung nach der neue Gold-VVD, wenn der das Upgrade kriegt. Ich glaube, er ist jetzt schon ultra krass. Ich habe ihn schon abgeschlossen, noch nicht gespielt. Aber ich glaube, für 380.000 Münzen müsst ihr den mitnehmen. Der sieht unfassbar stark aus. Wir können uns die Werte nochmal angucken. Also wir sehen schon, Tempo vollkommen ausreichend für den Innenverteidiger. Warum auch immer er 80 Shot Power hat, keine Ahnung, aber Passwerte. 95 kurz und langer Pass. Der Typ wird so geil mit 80 Vision für euren Spielaufbau da sein. Unfassbar gut. Auch die Reaktion und 83 Composure, einfach hervorragend. Also auch die Dribbling-Werte sind sehr, sehr, sehr gut. Defending und Physicality, wie wir schon sehen können, überragend krasse Werte. Stellt euch hier nochmal ein +2-Upgrade vor. Das ist einfach nur brutal, was wir da für eine Karte bekommen, die einfach unfassbar gut aussieht. Also wirklich, da kann man sich gar nicht beschweren. Das sieht nach einer ultra krassen Karte aus. Wenn wir da jetzt zum Beispiel noch mit einem Shadow drauf gehen, warte, wenn wir hier noch ein Shadow draufhauen, kriegen wir hier einen 93er Stürmer vom Meta-Rating her. Also das ist schon heftig. Mit einem Hawk, einen Anker, kriegen wir auch einen 93er Stürmer. Und stellt euch vor, ihr kriegt noch das +2, dann haben wir da eine noch brutalere Karte. Die Playstyles mit Intercept und Block Plus, genauso überragend. Dazu noch ein Pinched Pass, ein Longball Pass, also für den Spielaufbau perfekt. Dann halt noch gefühlt jeden Defensiv-Playstyle mit Anticipate, Slide Tackle, was er auch noch dazu bekommt, mit Jockey, First Touch und Aerial, also wirklich eine überragend gute Karte. Dann haben wir bekommen Bobby Clark. Das sieht nach einem durchschnittlich guten zentralen Mittelfeldspieler aus, und das bei diesen Werten, dass man das ja im März schon sagt, ist eine Sache für sich. Aber wir kriegen ja auch eine Karte, die gefühlt mit einem Upgrade in die 90er-Region gehen kann. Wenn wir den noch in die Evo, die gekommen ist, dann reinschmeißen, haben wir da fast überall 90 auf dieser Karte. Also das könnte wirklich durchaus sehr, sehr gut sein. Auch hier haben wir eine Karte, die durchaus gut aussieht, ein super geiler Box-to-Box, vielleicht sogar geiler 10er, geiler 6er, kann ich mir auch gut vorstellen. Mit 1,78 glaube ich aber eher, dass er einfach der offensive Boxer oder ein offensiver Mittelfeldspieler sein wird. Zentraler Mittelfeldspieler, der mit nach vorne geht. Pinch Pass und Press Proven als Playstyle Pluses. Dazu noch den Finesse Shot, Incisive Pass, Longball Pass, Intercept, First Touch und Relentless. Also er bringt auch einige Playstyles mit, die sehr, sehr, sehr stark sind. Er ist ein Ticken teurer als Akanji, weil er halt einfach Mittelfeldspieler ist. Aber die Werte, wie wir hier sehen können, sind auch schon ultra gut. Also, was kann ich dazu sagen? Also, ihr seht es ja selber, überragend gute Werte. Mit einem sehr guten Pace, mit einem unfassbar guten Schuss, 94 Shot Power, dazu noch ein bisschen Long Shot. Defensivwerte, die überragend sind, bis auf die defensive Awareness und das Slide Tackle. Aber er ist eher der offensivere Part in diesem zentralen Mittelfeld dann. Dribbling-Werte sind vollkommen ausreichend für diese Position. 82 Stamina. Hat er die Batterie? Ah ja, gut, er hat die Batterie. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das merkt mit Batterie Silber, aber vielleicht muss man den dann irgendwie in der 80. oder so mal runternehmen. Aber ansonsten Passwert auch überragend gut. Mit 91 Vision, 93 Curve, 90 auf Short und Long Pass. Also das sind überragend gute Werte. Wenn wir hier einen Anchor draufhauen, sehen wir schon, dann das ist absolut geistesgestört. Und das ist noch nicht mal die geupgradete Version. Das ist dann schon ein Top-Tier-Mittelfeldspieler. Also ihr könnt es euch überlegen, welchen ihr mitnimmt. Ihr könnt auch beide mitnehmen. Von daher ist es ganz, ganz euch überlassen. Im Vergleich können wir hier nochmal genauer angucken. Es ist natürlich schwer zu vergleichen, die beiden. Aber ich persönlich würde für Akanji gehen, einfach weil Man City unfassbar gute Chancen hat, da Upgrade zu kriegen. Und so sehen die Karten dann halt einfach geupgradet aus. Also das ist wirklich absolut gestört, was wir hier haben. Mit 87 Pace und Doppel 91 in Defensive und Physis. Geiles Passspiel. Den kann man theoretisch dann auch noch auf der 6 spielen, wenn man das möchte. Ein Clark sieht auch überragend aus. Mit fast, also wie gesagt, der kommt in die 90er-Region in jedem Set, also Hüllet Gang auf einem ganz anderen Level. Wobei ich Liverpool eher zu Außenseiterchancen tendieren würde. So sieht die Karte dann aus, wenn wir den noch in die Evo packen. Ist absolut brutal.
dann gehen halt einfach die Werte auf 92 jeweils. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus, ich finde das Showdown-Design eigentlich ganz geil. Aber halt gerade Clark, Alter, guckt euch das an. 90, 90, 93, 88, 87, 88. Haut da ein Anchor drauf und ihr habt alle Werte außer Dribbling über 90. Das ist so gestört. Aber ich denke, wenn Akanji denn das holt, dann sollte er auf jeden Fall. Also Akanji wird in jedem Team sein, bin ich mir ziemlich sicher. Den werdet ihr bei jedem eurer Gegner sehen. Das soll es auch schon gewesen sein. Kleines, kurzes Fazit zu den Karten. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann und tschüss.